Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Eichhorn Coaching. Mein Name ist Alexander Eichhorn und in dieser Podcast-Folge geht es um Turnaround-Aktien. Ja, ich mache die Folge nicht allein. Ich habe nämlich jemanden eingeladen, den Luis Pasos. Kennen, glaube ich, mittlerweile alle Zuhörer vom Podcast durch die Trader- und Investorenkonferenz. Und wir diskutieren heute mal über Turnaround-Aktien. Erstmal, hi Luis, danke, dass du gekommen bist. Moin Alex, freut mich hier zu sein, mal im kleinen Kreis heute. Ja, genau, mal zu zweit. Wir müssen erstmal vorweg klären, auch gleich die Frage an dich, was sind denn überhaupt Turnaround-Aktien? Also jetzt ist der Luis und ich eigentlich, glaube ich, nicht dafür bekannt, großen Stile Turnaround-Aktien zu handeln oder jetzt halt irgendwelche Aktien, die jetzt von na, $100 auf 2 Cent gefallen sind und die irgendwie wiederkommen. Ich glaube, dafür sind wir beide nicht bekannt. Für mich zählen jetzt auch persönlich jetzt mal Turnaround-Aktien. Also ich kann es vorweg sagen, ich habe auch mal eine Johnson & Johnson aufgeschrieben, die vielleicht nur 20-25% gefallen ist, was aber für die Aktie fast einmalig ist. Das ist ja schon eine Hausnummer. Also für mich sind einfach jetzt Turnaround-Aktien auf dem Papier gesunde Unternehmen. Natürlich immer mit einem Fragezeichen, weil sonst wären sie ja nicht gefallen. Aber die jetzt kein Zock sind in dem Stile. Aber gerne mal das Wort an dich, Luis. Was sind denn für dich Turnaround-Aktien? Also wir es mir jetzt diskutieren. Ich nehme mal eine Analogie aus der Anleihenwelt. Das sind Fallen Angels, also wie du richtig gesagt hast, Unternehmen, wo das Geschäftsmodell noch passt und die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, die aber aus welchen Gründen auch immer im Kurs zuletzt deutlich nachgegeben haben. Und das erlebe ich ja als klassischer Einkommensinvestor immer mal wieder, wenn ganze Branchen in Mitleidenschaft gezogen werden. Und da werden wir ja gleich welche erwähnen, wo genau das der Fall war. Beispielsweise jetzt bei der sogenannten Zinswende 2022, wo ja durchaus auch kerngesunde Unternehmen mit in den Strudel reingerissen wurden und jetzt eben mit deutlichen Preisabschlägen zu den Höchstkursen notieren, eben anders als die Teslas und Amazons dieser Welt. Und vor dem Hintergrund, insbesondere dann, wenn die auch noch große Mengen Cash schaufeln in die Bilanz, durchaus interessant sind, um die Positionen aufzustocken. Mich selbst betrifft das im Prinzip regelmäßig im Rahmen der Rebalancierung, weil da ist es ja so, dass du automatisch in die eher schlecht gelaufenen Positionen rein investierst, insbesondere die liquiden Mittel, die über die Zeit aufgelaufen sind. So hast du im Prinzip automatisch eine gewisse Turnaround-Investing etabliert, was ja auch nochmal so einen kleinen Rendite-Kick gibt. Wenn man das Ganze sich mal auf lange Sicht anguckt, sind das ja so ein paar Zehntel Prozentpunkt pro Jahr, die du als Anleger so zusätzlich einheimsen kannst. Gleich vorweg nochmal, ne? Risikohinweis beachten, wenn wir jetzt ein paar Aktien durchgehen. Also es ist auf gar keinen Fall irgendeine Aufforderung vom Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Produkten oder gerade die Aktien, gilt für mich unter Luis. Man muss halt auch nochmal, können wir auch nochmal kurz diskutieren, überlegen, auch ne, eine Aktie ist jetzt 30% gefallen, das ist ja eigentlich, ist es ein guter Grund zu kaufen oder nicht? Also da kann man jetzt lange diskutieren, manche sagen, es ist ja der dümmste Grund, eine Aktie zu kaufen, weil sie gefallen ist. Manchmal im Nachhinein war es halt vielleicht doch genial, dann die Aktie zu holen. Das ist halt wirklich immer schwierig, ne? AT&T ist, keine Ahnung, wie lange die gefallen sind, seit wie vielen Jahren, Dividende gekürzt oder gestrichen, ich weiß gar nicht mehr genau. Walgreens als aktuelles Beispiel, das ja, glaube ich, schon relativ genau 90% runterging. Und da ist ja ehrlicherweise egal, ob ich jetzt bei $60 oder $40 oder $20 gekauft habe, ich bin ja immer irgendwie 70%, 80% im Minus. Das ist natürlich immer schwierig, dann den Tiefpunkt zu erkennen, selbst wenn der Turnaround kommt, der immer fraglich ist. Wie machst du das dann? Also ich mache es dann so, ich lege mir gerne, ich bin kein großer Fan der technischen Analyse, eher gar keiner, aber ich versuche mir dann schon irgendwelche markanten Tiefs hinzulegen, wie das Corona-Tief, also wenn es halt noch 20% über Corona-Tief ist, sage ich, okay, ich warte vielleicht noch einen Tick, klar muss die Aktie nicht dahin fallen, oder ich sage, okay, ich gehe mit 2 Tranchen rein, Nike zum Beispiel bin ich bei $90 rein, jetzt ist ja nochmal weitergefallen, ich kaufe aber noch nicht nach, sondern ich weiß gar nicht, wo jetzt meine Zone ist, habe ich mir schon mal in den Chart reingelegt, zu sagen, okay, da würde ich nochmal reingehen, aber nicht nach 5% oder 10% Minus. Wie machst du das? Ich suche mir nicht gezielt Turnaround-Kandidaten raus. Bei meinen Einzelinvestments orientiere ich mich an einem ganzen Bündel an betriebswirtschaftlichen Kennzahlen
Und daraus filtere ich dann letztendlich die Kandidaten, die bei mir ins Portfolio sollen. Ich versuche die dann auch möglichst lange zu halten, möglichst wenig umzuschichten. Und ich führe dann halbjährlich eine Revision durch, schaue mir das Ganze nochmal an, passen diese Voraussetzungen. Da tausche ich dann gegebenenfalls aus, beziehungsweise rebalanciere, und da habe ich eben automatisch diesen Effekt dabei, dass ich eben zum Beispiel, um jetzt einen Titel vorwegzunehmen, so eine Tabakaktie WBAT, wenn sie eben stark gefallen ist, aber ich sie nach wie vor für betriebswirtschaftlich gesund halte, dann automatisch nachinvestiere zu deutlich gefallenen Kursen dann. Und schön, dass du Walgreen angesprochen hast, oder so anderer Kandidat war auch oder ist Verizon. Die sind ja auch stark gefallen. Walgreen und auch Verizon, die hatte ich auch mal im Depot gehabt. Das sind zwei Kandidaten, die sehr frühzeitig bei mir dann wieder rausgeflogen sind. Und das tatsächlich aufgrund einer betriebswirtschaftlichen Kennzahl. Und das war tatsächlich das Verhältnis von den bilanzierten immateriellen Vermögensgegenständen zum Eigenkapital. Also diesen Effekt hast du sehr oft, wenn ein Unternehmen eine scheinbar gesunde Bilanz hat, also kräftig Eigenkapital ausweist, dieses aber zum großen Teil aus Goodwill besteht, zum Beispiel durch Übernahmen oder zum Beispiel eben in der Markenname, der Eigenmarkenname hier, sagen wir mal, kreativ aufgebläht wird, wertemäßig, und somit produzierst du natürlich dann eine Menge Eigenkapital, das aber nicht substanziell letztendlich gedeckt ist. Und bei Walgreen und auch bei Verizon war es so, dass im Prinzip das komplette Eigenkapital, ja, das komplette Eigenkapital durch solchen Goodwill, durch immaterielle Vermögenswerte repräsentiert war. Ja, das heißt, wenn man die ganze heiße Luft rausgelassen hätte, dann wäre, ich glaube, bei Walgreen sogar mehr als das komplette Eigenkapital aufgezehrt worden. Und das hat meines Erachtens dazu geführt, dass sich auch frühzeitig institutionelle Anleger dann von dem Wert verabschiedet haben und dass das über die ganze Zeit jetzt gebröckelt ist, weil ich letztendlich ein ausgehöhltes Asset dort habe. Das nur mal so als Ja. kleiner Tipp, wer Einzelinvestments hier betreibt. Das ist ein Punkt, würde ich auch verstärkt darauf achten. Also nur mal zum Vergleich: Walgreen hat den eigenen Markennamen mit mehr Wert in der Bilanz angesetzt als McDonald's. Ja? Also vielleicht wird dann so die Relation auch klar, und warum dann viele geflohen sind, trotz ja der noch vergleichsweise hohen Ausschüttung. Und Ausschüttung ist ja auch noch so ein Thema, was dann auch häufig dazu verleitet, wo man aber auch die Augen achten muss, warum zum Beispiel eine Dividendenrendite hoch ist. Ich weiß, dass ja viele Einkommensinvestoren, die gucken auf die Dividendenrendite, sehen dann, oh, Titel XY zahlt jetzt mittlerweile 8, 9 oder 10% Dividendenrendite. Das ist jetzt natürlich ein guter Grund zu kaufen, aber die Dividende ist ja so ein nachlaufender Indikator, und oft genug, ja, sind das dann eben keine gefallenen Engel, sondern gefallene Teufel, wo dann auch noch die Dividende dann irgendwann zusammengestrichen wird. Ja, es entscheidet ja, also das Unternehmen entscheidet ja nur die Dividendenzahlung, wie hoch die Rendite ist, entscheidet ja am Ende der Markt, ne? 1 € Ausschüttung pro Jahr kann eine Rendite von 1% sein, wenn der Markt sagt, wir kaufen hoch auf 100, oder 10%, wenn der Aktienkurs ja bei 10 € steht. Und das ist ja, also ist ja klar, 10% gibt es ja nicht geschenkt. Also da braucht man nicht drüber reden. Und es gibt ja einen Grund, warum auch. Vielleicht krasses Beispiel, aber NVDA, ich weiß nicht, wie ist da die Dividendenrendite, 0, irgendwas wahrscheinlich, also nicht vorhanden. Vermutlich. Ja, deswegen, ja, das muss man halt auch wirklich mit Vorsicht genießen. So, jetzt würde ich mal sagen, steigen wir mal direkt ein. Übrigens noch Hinweis: bei AT&T war es genauso, da habe ich auch rechtzeitig den Absprung geschafft. Und wo ich auch noch. Ich glaube, das haben sie aber wiederholt, habe schon lange nicht mehr angeguckt. IBM, als sie dann mal irgendwann mal mehr Aktien zurückgekauft haben in Dollar, als das Unternehmen selbst wert ist, zu dem Zeitpunkt dann, weil die halt in der Vergangenheit so dumm die Aktien zurückgekauft haben, dass es dann der Aktienrückkaufprogramm mehr wert war, als das Unternehmen 2 Jahre später selbst an sich wert ist. Da habe ich auch gedacht, okay, na, ich weiß, die machen Quantencomputer und vielleicht schaffen sie den Turnaround und Co. Kenne die Argumente, aber da dachte ich auch so, okay, man kann vielleicht mit dem Geld auch etwas sinnvoller umgehen. Jo, fangen wir mal an mit Versorgeraktien. Ich habe Louis ja vorher ein WhatsApp geschrieben, ein paar Tage, und da hat er jetzt auch mal ein paar Porsche mitgebracht, ähnliche wie ich. Bei Versorgeraktien hat mich aber eins gewundert, weil da fand ich im Louis, da war der Turnaround ist schon vorbei, oder? Also ich weiß nicht, welche Zettel du da hast. So, ich hatte die auf jeden Fall im Herbst
23 war es genau, habe ich die ganz gut gekauft. Im Nachhinein, ich war auch mal zwischenzeitlich 10, 15% bei manchen Titeln im Minus, aber es ist ja relativ egal, wenn die danach wieder sich um 100% erholen. Also NEE bin ich sehr stark zum Beispiel im Plus und das finde ich gerade im letzten Herbst gab es da Riesenchancen. Das ist richtig. Turnaround-Kandidat, kann man sich jetzt darüber streiten, ob das jetzt vorbei ist oder nicht. Fakt ist aber, und ähnlich wie Immobilien, da kommen wir auch nochmal gleich drauf, sind Infrastruktur- oder Versorgungsunternehmen per Definition sehr kapitalintensiv. Logischerweise, weil ich brauche hier große Anlagen, große Maschinen zur Stromerzeugung, zur Wasseraufbereitung oder was auch immer. Und das hat natürlich zur Folge, dass diese Unternehmen sehr zinssensibel sind. Auf der einen Seite, weil diese Unternehmen in der Regel vergleichsweise viel Fremdkapital aufgenommen haben, was ja per se erstmal nicht tragisch ist. Aber dieses Fremdkapital will natürlich verzinst werden und damit die Zinskosten sind ein nicht zu verachtender Kostenblock. Und das führt dann dazu, wenn die Zinsen so markant steigen, wie es im Jahr 2022 der Fall ist, dass sich auf der einen Seite natürlich kostenmäßig gegebenenfalls hier deutlich höhere Belastungen tragen muss. Auf der anderen Seite gerade so Versorger, die gelten ja als klassische Witwen- und Waisenpapiere, also die vor allem auch wegen der vergleichsweise gut kalkulierbaren und vergleichsweise hohen Dividende gekauft werden. Und wenn dann natürlich eine Staatsanleihe, eine, sagen wir mal, US-Staatsanleihe eben von 0 auf 5% Verzinsung hochgeht, dann wird natürlich ein Versorgungswert, der vielleicht 5% Dividendenrendite hatte, schlagartig uninteressant. Ja, beim Zinsniveau von 0% war sehr interessant. Bei 5% Verzinsung auf dem T-Bill ist es dann faktisch nicht mehr interessant. Und das führt natürlich dann zu Verschiebungen in der Asset-Allokation entsprechender Investoren hin zu Anleihen. Und das ist einer der Gründe, warum eben Versorgeraktien 22, 23 stark verloren haben. Am grundsätzlich positiven Trend ändert das nichts. Infrastruktur ist ja für jede Volkswirtschaft ja, essentiell wichtig, außer vielleicht für die deutsche, wo so ein Anschlag auf eine Pipeline, naja, gut, ist halt so. Kann man so hinnehmen. Ja, also volkswirtschaftlich sind das Assets von herausragender Bedeutung. Und natürlich gehe ich da immer so ein, ja, wie soll ich sagen, so einen kleinen Teufelspakt ein. Ja, auf der einen Seite habe ich gut kalkulierbare Umsätze und damit auch in der Regel Gewinne und Dividenden, weil ich häufig ja eine Zwangskundschaft habe, beziehungsweise eine ja, teilpolitische Rente, ja, weil es eben für mich positiv wirkende Regulierung gibt. Auf der anderen Seite erkaufe ich das mit einer gewissen politischen Einflussnahme, die gerade im Infrastrukturbereich gegeben ist, wo es dann eben, weiß ich nicht, bestimmte Deckel gibt auf Entgelte oder Zwangseinspeisungen, die ich dann verkraften muss. Und nicht alle Kosten kann ich dann vielleicht umlegen. Gerade dann in einem hochinflationären Szenario wird dann der politische Einfluss größer, um eben die Bevölkerung hier etwas ruhiger zu halten. Also das muss ich halt bei Versorgungsunternehmen immer beachten. Aber zumindest die letzten Jahrzehnte, so klassische Versorger, wenn ich mal gucke bei mir, die Southern Company aus den USA, ja, die nicht nur vom Kurs her natürlich unter Zacken schön sich entwickelt hat, die letzten Jahre nach dem 22er-Knick, beziehungsweise der kam hier ein bisschen später, der kam ja so Mitte 22, mittlerweile auch wieder alte Höchststände. Und hier hinzu kommt wirklich durch die gesamte Zeit hinweg eine fast jedes Jahr gesteigerte Dividende, die wurde nie gekürzt oder ausgesetzt. Das ist natürlich ein schöner Ausweis einer, ja, eines soliden Geschäftsmodells, das gut funktioniert. Jetzt für ESG-Fans eher weniger, weil die haben Kohle- und Atomkraftwerke im Bestand. Ähnlich sieht es aus bei zum Beispiel Pipeline-Betreiber, solche Titel wie
ONEOK, also hier Öl- und Gaspipelines, die sich auch gut entwickelt haben, nachdem es 2022, 2023 etwas zurückgegangen ist, jetzt auch wieder alte Höhen markiert, auch ein super langweiliges Geschäft, dieses Pipeline-Geschäft, aber eben kapitalintensiv. Und auch selbst auf der britischen Insel, da bin ich auch ein Freund von durchaus britischen Unternehmen. Und hier haben wir beispielsweise mit United Utilities im Bereich der Wasserversorgung, hier sogar regional in Mittelengland, beziehungsweise National Grid, wie der Name sagt, hier, die betreiben das Hochspannungsnetz auf der Insel, konkurrenzlos in dem Sinne. Und auch hier der Kurs in den letzten 10 Jahren, schön von links unten nach rechts oben steigend. Wobei National Grid jetzt zuletzt einen kurzen Absacker hatte, weil die eine Kapitalerhöhung angekündigt haben. Hier sind wir eben beim Thema hohe Kosten, hoher Investitionsbedarf, aber auch hier schon wieder die Gegenbewegung angesetzt. Und in allen Fällen habe ich hier auch schöne kontinuierliche Dividendenzahlungen. Also genau das, was so einkommensorientierte Investoren gerne haben. Ich hau mal noch ein paar andere Namen rein. AWK, American Waterworks. Ich habe gerade mal einen Chart aufgemacht, war mal an der Spitze bei 190, jetzt bei 110 waren sie mal, 130 wiederholt. Finde ich auch ganz gut. Natürlich nicht eine riesen Dividendenrendite. Und NEE mit dem Klassiker bin ich auch vertreten. Also ich habe da gar nicht so viel. Ich habe da eigentlich die Blue Chips, würde ich mal sagen. Ja. Ich habe noch einen Wert tatsächlich aus meiner spanischen Heimat, die auch ein Hochspannungsnetz oder den Hochspannungsnetzbetreiber, die RED. Und die ist, oder das ist der einzige Versorgerwert, der mir jetzt nicht ganz so große Freude gemacht hat. Der steckt noch tatsächlich ein Stück weit im Zinsabschwungstief, hat sich zwar ein bisschen erholt, aber noch nicht komplett, hängt hier also ein bisschen hinterher. Hatte auch im Jahr 2021 die Dividende minimal gekürzt von um 5 Cent auf 1 Euro runter, seitdem aber stabil. Bin ich auch ja, zuversichtlich, dass sich der Wert wieder erholt ein Stück weit. Ja, das mal zu den Versorgeraktien. Also man weiß ja nie, was auch inflationstechnisch passiert. Ich würde da persönlich bei meinen nochmal nachkaufen, wenn es nochmal runtergehen sollte. Weiß ja nicht, zweite Welle oder sowas, dass sowas nochmal kommt. Auf jeden Fall möglich. Stichwort deutsche Versorger. Also ich glaube, die haben es ja ganz gut erholt wieder, aber noch weit von den ehemaligen Hochs entfernt, so eine RWE. Also ich mache da einen ganz weiten Bogen drumherum. Ganz pauschal. Du, Luis? Ito, das war der klassische Anwendungsfall eines schwarzen Schwans. In Japan gibt es ein Erdbeben und in Deutschland geht die Politik dazu über, die Kernkraft abzuwickeln. Und das war ja ein Multimilliardenschaden, der hier bei den Aktionären von jetzt auf gleich verursacht wurde. Übrigens bei den Aktionären zum großen Teil deutsche Kommunen, die hier geschädigt wurden, weil die zum Beispiel bei RWE, ich glaube sogar Mehrheitsanteilseigner sind in Summe. Also das war volkswirtschaftlich schon ein ziemlicher Kahlschlag. Und wir wissen ja, Kapital ist scheu wie ein Reh. Wenn ich so einen Schuss vom Bug kriege, dann halte ich mich dort eben zurück. Es gibt weltweit genügend Alternativen und ja, der deutsche Energiemarkt ist halt extrem durchideologisiert. Und ja, Markt in Anführungsstrichen muss man auch noch sagen. Von daher lasse ich da auch die Finger von. Das hast du sehr schön ausgedrückt. Sehr, wie soll ich sagen, sehr unemotional und sachlich, ja. So, gehen wir in die zweite Zinsmarkt, was sehr anfällig ist von Zinsen. REITs oder einfach mal Immobilien. Soll ich mal einen Namen reinhauen? MAA mit, wie heißen sie, American, nee, mit Apartment, nee, mit American Apartments, glaube so rum. Mit American Apartments, ja. Ja, finde ich ganz gut. Luxuswohnungen sind gut runtergekommen auch. Kann ich gleich mal kurz nachschauen. Also Ja.
sehr weit runtergekommen von, sind aber auch gut gelaufen. Immer Sekunde, mache ich mal kurz den Chart auf. Könnt ihr natürlich im Podcast nicht sehen, aber ich zeige es euch dann. Ja, von 230 auf 110, jetzt sind wir wieder bei 140. Ja, finde ich eigentlich auch ein ganz schöner Wert. Bin ich, stand jetzt auch ganz gut reingekommen. Ich glaube auch, ja, 4-5% Dividendenrendite, jetzt nichts Weltbewegendes, zumindest für einen REIT. Ich glaube, die sind auch geografisch ganz gut in der USA verteilt. Ja, Und das Schöne an dem Wert ist, auf der einen Seite, du bist im Wohnimmobilienmarkt investiert, auch noch im Wohnungsmarkt, ist übrigens mit American Apartment der größte Wohnungsbesitzer in den USA. Die haben über 100.000, meine ich. Und die verteilen sich in der südlichen Hälfte der USA, in dem Gürtel wirklich von der Ost- bis zur Westküste. Und damit habe ich auch eine regionale Diversifikation. Wie gesagt, sehr langweiliges Geschäft, was bei denen auch noch sehr gut ist. Da habe ich mir nämlich neulich auch nochmal angeguckt, dass die A sehr konservativ finanziert sind. Ich glaube, die Eigenkapitalquote beträgt dort um die 50%, also sehr konservativ. Und die Schulden, die die haben, sind zeitlich gestreckt und gestückelt, also von jetzt 2024 von Fälligkeiten bis hin zu, ich meine, 2049 oder 2052 war es. Das heißt, die geraten nie in Gefahr. Und das ist halt auch so eine Achillesferse, dass ein großer Block Schulden plötzlich fällig wird. Ja, wir kennen es ja jetzt zum Beispiel auch von deutschen Immobilieneigentümern, die beispielsweise vor 10 Jahren zu extrem günstigen Zinsen eine Immobilie finanziert haben mit möglichst wenig Abtrag. Und jetzt sind die 10 Jahre rum, jetzt kommt die Anschlussfinanzierung und das en bloc. Und das kann in der Geschäftswelt ja auch hier und da mal für Pleiten sorgen, wenn ich niemanden finde, der mir Kredit gibt, weil beispielsweise, wie es bei den Immobilien in weiten Teilen Deutschlands und teilweise auch in den USA ist, abhängig vom Immobilientyp, die Werte der Assets halt stark gefallen sind. Ja, dann bekomme ich eben für eine Wohnung, die, weiß ich nicht, die mal 500.000 Euro wert war, jetzt aber nur noch 300.000 wert ist, ne, Marktwert, bekomme ich dann dementsprechend weniger Fremdkapital zur Verfügung gestellt oder gar keins mehr. Ja, dann ja, implodiert mein Finanzkonstrukt und ich werde insolvent. Und das ist ja bei einigen Firmen auch das Problem, das ist zum Beispiel bei Medical Properties. Ja, das ist so ein Kandidat, weil die halt einen großen Block auf einmal an Schulden haben und mit American Apartments, da kann das so nicht passieren. Was ich auch noch gut finde, das Management ist dort dem Unternehmen sehr, sehr langfristig verbunden. Der Vorstandsvorsitzende ist seit 2001 oder 2002 im Unternehmen und sein Stellvertreter ein Jahr weniger. Also das spricht dann auch für eine gewisse Kontinuität. ja, du hast gerade gesagt, die deutschen Immobilienbesitzer machen das auf einen Schlag, der deutsche Staat macht das auf einen Schlag. Also wir waren ja nicht so klug wie die Österreicher. Ich glaube, es waren Ja, was, gut. 100-jährige Anleihen oder sowas haben die ja, glaube ich, ausgegeben. Ja. Ja, wir waren nicht so klug. Wir haben lieber ein bisschen den Haushalt gepusht, ne? Andere Story. Ja. Jo, eins haue ich auch noch rein. Dann übergebe ich dir als REIT-Experte PSA. Denke ich auch ein Klassiker. Public Storage, ne? Für diejenigen, die es nicht Ja. kennen, solche, wie nennen wir so Rollgitter, Lagerräume, also so Lagerhäuser, wo immer so ein Rollgitter dabei ist, gibt es in Deutschland auch, aber ich glaube, die Amis, viel mehr. Ich glaube, die Amis ziehen auch viel häufiger um als die Deutschen, habe ich irgendwann mal eine Statistik gesehen. Und wo man sein Zeug einlagern kann. Ich glaube, die haben auch so Dinge wie Yachten und sowas, kann man und Boote auch noch einlagern, aber es ist an sich ja schon ein cooles Geschäftsmodell, weil wie viel Mieter hat man, keine Ahnung, Millionen. Und ja, kann, glaube ich, auch nicht so viel schiefgehen langfristig, für mich auch ein Buy-and-Hold-Kandidat, kam auch ein bisschen runter, aber noch weit über Corona-Tief, fast ja, locker mal 70, 80% noch über Corona-Tief. Ich schaue es nebenher an, also laufen relativ seitwärts seit ein, zwei Jahren, für mich ein Klassiker. Ein Klassiker und das Schöne ist auch hier sehr, sehr pflegeleichte Immobilien, weil du hast ja in dem Sinne, dadurch, dass sie nicht bewohnt werden oder aktiv genutzt werden, hast ja keine Ärger in Anführungsstrichen mit Mietern. Ja. Die Instandhaltungskosten sind entsprechend gering. Ich habe mal so ein Lager gesehen, tatsächlich in Hannover auf der Fahrenwalder Straße gibt es so eins von denen. Ja. Also da haben die so eine Immobilie so zum selber einlagern und gibt es ja auch in verschiedenen Größen, was man da mieten kann. Und die Ich, Amis kennen ja. ja auch was, Mietrecht ist ja was anderes in den USA als in Deutschland. Also da ist man als Mieter
schneller draußen als in Deutschland. Ja, das ist wohl wahr, das stimmt. Ein Wert, der ähnlich, was du jetzt eben vorgestellt hast, von dem Apartmenthausbetreiber, aber halt im gewerblichen Bereich, das habe ich im Bestand, ist National Retail Properties. Kürzel ist 3-fach N. Und hier ist die Situation ähnlich. Auch hier sehr konservativ finanziert. Die Schulden auch diese haben gestreckt und portioniert in kleinen verträglichen Häppchen über viele Jahrzehnte. Die besitzen auch mehrere tausend Gewerbeimmobilien. Sag mal, Gewerbe, boah, ist ja auch nicht so toll. Amazon-Effekt. Hier muss man sagen, die haben sich aber spezialisiert auf Gewerbeeinheiten. Sagen wir so Alltagsgewerbeeinheiten, nenne ich sie jetzt mal. Ja, so Supermärkte, Tankstellen, Restaurants, Friseure, Fitnessstudios und ähnliches. Also dort, wo tatsächlich eine physische Präsenz vor Ort, ja, sagen wir mal, alternativlos ist. Ja, virtuelles Haare schneiden wird es wohl auf absehbare Zeit nicht geben. Ja gut, höchstens immer mal, dass jeder zu Hause so einen Haarschneiderroboter hat oder sowas, dann sieht es wieder anders aus. Ja, aber dementsprechend haben die auch durchgängig, ist bei den Immobiliengesellschaften ohnehin ein Wert, den man sich angucken sollte. Die Vermietungsquote, die liegt seit jeher deutlich über 95% bei denen. Also die fahren permanent unter Volllast und auch hier ein Management, was das Ganze gut handhabt. Allerdings eben auch runtergekommen 2022 und ja, jetzt so in einem leichten Seitwärtstrend. Von daher hier noch im Gegensatz zu den Versorgern noch keine Erholung in Sicht, gilt auch für meinen zweiten Wert. Da ist sogar noch ein bisschen schlimmer, weil vermutlich oder vermutlich aus dem Grund, dass hier die Dividende auch noch gekürzt wurde. Leicht, das ist WP Carry, auch ein Klassiker aus dem Gewerbebereich, viele Logistikimmobilien. Man muss natürlich sagen, der ist vorher hoch angestiegen, ist dann aber im Rahmen jetzt der, ja, ich sag mal, des Zinswende-Crashs am Immobilienmarkt tatsächlich fast aufs Niveau vom Shutdown-Crash 2020 gefallen. Notiert jetzt nur knapp oberhalb. Allerdings nach wie vor, das Portfolio passt soweit. Die verdienen auch nach wie vor Geld. Das ist ja auch immer ein wichtiger Faktor. Und ja, durch die Anpassung der Dividende, letztendlich als Vorsichtsmaßnahme, bleibt dann auch noch ein bisschen mehr vom Cashflow in der Kasse. Den Cashflow konnten die zuletzt jetzt auch 2023 nochmal deutlich erhöhen, den Gewinn ebenfalls. Also, die erzielen hier bei einer Marktkapitalisierung von gut 11 Milliarden US-Dollar einen operativen Cashflow von über einer Milliarde. Das ist schon alles recht gut und auch die Bilanz sieht nach wie vor in Ordnung aus. Knapp 50% Eigenkapital. Also auf jeden Fall etwas, was man halten kann. Ich selber habe jetzt auch die Gelegenheit zum Halbjahreswechsel genutzt, da nochmal ein bisschen nachzulegen. Du hast gerade gesagt, Dividendenkürzung oder Streichung, ist es ein Verkaufsgrund für dich, pauschal, weil ich weiß ja, dass der eine oder andere da draußen sagt, kürzen irgendwas, fliegen raus. Also eine Streichung, ja, das wäre schon für mich ein Kriterium, es sei denn, es gibt irgendwelche Sonderfaktoren, die das nachvollziehbar machen. Also zum Beispiel der Shutdown-Crash 2020 war so eine Situation, wenn du nicht weißt, was jetzt auf dich zukommt, dann kann ich es nachvollziehen, dass ein Unternehmen sagt, wir halten uns jetzt erstmal damit zurück, dass wir fröhlich weiter das Geld auskehren. Vor allem, wenn wir nicht wissen, wie das Geschäftsmodell oder ob es mit dem Geschäftsmodell weitergeht. So, ja? Also beispielsweise Bereich Touristik oder Bereich Hotelbetrieb. War das Jahr 2020 ganz ausgeprägt. In normalen Zeiten wäre ein komplettes Dividende aussetzen für mich schon ein Kriterium, wo ich dann überlegen würde, mich von der Position zu trennen. Eine Dividendenkürzung nicht zwingend. Da sage ich immer, da hat bei mir so ein Unternehmen einen Schuss frei in 10 Jahren, sagen wir mal. Und dann ist das in Ordnung, wenn jetzt natürlich mehrere oder die Dividendenkürzungen sich häufen. Dann war offensichtlich die Grundlage dieser Entscheidung nicht gerechtfertigt und dann gibt es vermutlich Managementmängel und dann würde ich mich dann auch
wahrscheinlich von so einem Wert trennen. Ja. Aber weil Also einmal kürzen ist okay. manchmal ist es ja auch so, weiß es ja schon fast gefühlt jeder, dass die Kürzung kommt. Also ich weiß noch, Intel als Beispiel, das war genau das Tief, wo die Kürzung kam. Ich glaube, danach ist sogar die Aktie gestiegen nach der Meldung, weil das war gefühlt so, der Druck vom Kessel ist weg und jeder, Gott sei Dank, haben die das jetzt so entschieden. Also es war gefühlt eher so eine Erleichterung. Und deswegen ist, also für mich ist auch kein Grund, das sofort rauszuschmeißen. Ich glaube, wenn sie jetzt die ganze Zeit ein Jahr lang kürzen, dann fällt auch der Kurs wahrscheinlich. Da sollte man aber schon vorher gucken, dass man da irgendwelche Kriterien findet. Aber wenn es halt auch schon extrem eingepreist ist, dann weiß ich nicht, wenn danach das eher als auch Erholung, Erleichterung so verstanden wird vom Markt, würde ich deswegen auch nicht pauschal raushauen. Nee, kann auch eine Chance sein, wenn Ja. tatsächlich eine kleine Kürzung kommt und dann eben viele Anleger überzogen enttäuscht reagieren und deswegen das Papier sogar nochmal deutlich fällt, dann kann es ja sogar wieder attraktiv sein. Ja? Und den Effekt kann man sich ja durchaus zunutze machen. Ja. Du hast natürlich auch solche Aktien, gerade wenn die eine sehr lange Dividendenhistorie haben, dass die dann aus Indizes rausfliegen, aus Dividendenindizes, Aristokratenindizes. Dasselbe auch nochmal dafür sorgt, dass der Kurs gedrückt wird in der Regel. Und dann ja, das attraktive Chancen sein, ja. Hast du noch einen Read oder? Nee, das waren die beiden Ja. Einzelwerte jetzt. Also, Ja. wie gesagt, ne, da bist du auch. Ne, wir haben jetzt ja keine Glitschen-Reads aufgezählt, sondern da sind wir eigentlich ja in den großen 3, 4, 5, 6 Reads vertreten. Ich glaube da eher noch die Klassiker. Also, ich bin gerne bei den Reads nur so 2, 3 und dann von dem Klassiker eher. Der Louis hat ja noch ein, zwei. Ich nenne es, Entschuldigung, Louis, ich nenne es mal Nebenwerte, aber das ist natürlich alles. Alles große Reads. So, und jetzt kommen wir zu der Branche, die ist quasi die Fallen Angels per se und die gesamte Tabakindustrie. Also eine Buds, ich weiß gar nicht, die sind wahrscheinlich von 90% irgendwie vom Allzeit hochgefallen. Das war auf jeden Fall, kann man auch nochmal kurz nachschauen. Laufen seit Jahren in die Seitwärts-Range. Mal gucken, ja, das Hoch war bei 5600, also jetzt der englische Wert, ja. 70% rum. Ich weiß nicht, gibt es da noch in irgendein Alt? Ne, das war das Alter doch. Ja, okay. So, 60, 70% nur gefallen. Keine 90, aber eine MO, eine Philip Morris, die sehen ja alle nicht viel besser aus vom Kurs her. Die unterscheiden sich auch relativ wenig. So, kann ich kurz meine Story erzählen? Ich bin bei Buds investiert, auch nicht so wenig, aber stand jetzt ganz gut. Ich bin nämlich erst vor kurzem rein. Beim Corona-Tief, als es da nochmal war, bei diesen 2400 oder sowas in der Cent, meine ich ja, in England eingestiegen. Ja, alle haben eigentlich irgendwie eine Dividendenrendite von 7 bis 10%. Wobei, wenn man die Ausschüttungsquote anschaut, man feststellt, da hat es ja sogar noch Luft. Luis, deine Meinung zu den Tabakwerten? Ja, Tabak ist schon eine extrem faszinierende Branche aus vielerlei Perspektive. Zum einen finde ich super interessant, dass Tabakaktien, die zumindest die US-Tabakwerte, die best performenden Aktien im 20. Jahrhundert waren in den USA, eben aufgrund dieser Kombination aus Kursanstieg und Dividende. Die haben also alles geschlagen, was es sonst in diesem Jahrhundert gab, auf lange Sicht. Auf der anderen Seite jetzt eine Branche, die seit einigen Jahrzehnten die ja, politische Missgunst erregt und dementsprechend extrem harte Auflagen Zug um Zug erhalten hat. Ja, vom Verbot in Restaurants und Kneipen überhin vor. Ich meine, wo sonst gibt es eine Branche, wo Schockbilder auf Verpackungen angebracht werden müssen, die ich glaube mittlerweile 90% bedecken. Also würde ich heute noch rauchen, das habe ich ja damals schon gemacht, schon als ich noch geraucht habe. Ich hatte ja immer ein schönes silbernes Zigarettenetui, wo ich dann immer umgefüllt habe. Das war dann wenigstens optisch auch ansprechend. Auf der anderen Seite hast du ein Produkt, was sehr günstig herzustellen ist, mit einem hohen Aufschlag verkauft werden kann. Eine Branche, wo du letztendlich keine großen Innovationen tätigen musst, keine großen Investitionen, weil du ja im Prinzip mit jahrzehntealten Maschinen das Ganze durchführen kannst. Ja, Marketing halt ein bisschen anpassen, logischerweise.
Wobei viel werben darf es ja eh nicht Ja, mehr. Das wollte ich heißt, die gerade sagen. Marketingkosten halten sich auch in Ja. Grenzen. Auf der anderen Seite hast du aber Kunden, wenn du Kunden hast, die extrem treu sind. Die Markentreue bei Tabak ist ja ähnlich wie bei Alkohol extrem ausgeprägt. Und vor dem Hintergrund erstmal sowieso sehr interessant als Aktionär. Ich selber bin auch bei BAT investiert. Und hier haben wir zwar einen Wert, der stark verloren hat, das ist richtig. Auf der anderen Seite jetzt mittlerweile eine Dividendenrendite von 9,5% aufweist. Wie du richtig angemerkt hast, die Dividenden bis dato auch nie gekürzt hat, also jetzt zumindest die letzten 25 Jahre nicht, beziehungsweise vermutlich auch noch länger. Die 25 Jahre waren jetzt so das, was ich auf den ersten Blick erheischen konnte. Selbst jetzt für 2024 auch nochmal eine Dividendenerhöhung hier angesetzt hat. Und gleichzeitig das Ganze, wie du richtig sagst, da ist aber trotzdem noch Luft, weil die einfach tierisch viel Geld nach wie vor verdienen. Also der operative Cashflow 2023 bei knapp 9,2 Milliarden Pfund. Ja, also das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung aktuell von 54 Milliarden Pfund. Also das ist schon gigantisch. Ja, knapp 20%. Und davon wird knapp gut die Hälfte als Dividende gezahlt. Ist also auch nicht so, dass sie komplett alles raushauen. Also ja, und dann stellt sich schon die Frage, bei der niedrigen Bewertung bei dem Unternehmen, was zwar ein verteufeltes Produkt herstellt, aber trotzdem Geld verdient wie blöde, in Anführungsstrichen. Das ist schon eine per se erstmal sehr interessante Konstellation. Bevor jetzt der Einwand kommt, aber Augenblick mal, die haben ja Verlust ausgewiesen letztes Jahr, das ist richtig. Minus 14,4 Milliarden Pfund. Das ist aber ein Verlust auf dem Papier, der insbesondere daher rührt, dass die auf den Markenwert einfach mal eine Abschreibung von, ich meine, um die 20 Milliarden Pfund war es, vorgenommen haben. Und das sich aber cashflowmäßig überhaupt nicht auswirkt. Und wer jetzt sagt, auch noch, naja, aber das Rauchen oder die Raucher sterben ja so langsam aus, da muss man sagen, auch das ist nur die halbe Wahrheit. Das stimmt zwar in den westlichen Industrienationen, anders sieht es weltweit aus. Hier ist es so, wir haben aktuell, wir hatten 2020, das waren die letzten Zahlen, 1,3 Milliarden Raucher. Und für 2025 wird erwartet, dass es um gerade mal oder gerade mal auf 1,27 Milliarden sinkt. Ja, das heißt, es werden gerade mal 30 Millionen Personen weniger. Hier ist aber auch nicht mit eingepreist, dass ja auch viele Menschen hier wechseln auf entsprechende Ersatzprodukte, die jetzt hier auch bedient werden, und dass sich solche Rückgänge relativ leicht durch Preisanpassungen kompensieren lassen. Denn tatsächlich der Umsatz der Tabakgiganten oder der Tabakbranche weltweit, der ist nach wie vor steigend und das eben auch seit Jahrzehnten. Aktuell die Prognose für das Jahr 0,8 Billionen Euro in dem Fall laut Statista. Und das soll steigen die nächsten Jahre noch bis zum Ende des Jahrzehnts auf knapp 1 Billion. Also genauso steigt der Umsatz pro Kopf beständig. Und da ist tatsächlich noch Luft. Nichtsdestotrotz sind die großen Tabakoligopolisten gut beraten, sag mal so, Ersatzgeschäfte aufzubauen, weil man weiß ja nicht, wie weit die Regulierung noch geht. Erste Länder stoßen ja damit vor, dass sie sagen, ab einem gewissen Geburtsjahrgang sollen überhaupt keine Tabakwaren mehr erworben werden dürfen. Das heißt, auf sehr lange Sicht ist es vermutlich ein sterbendes Geschäft und das sollte dann irgendwann durch was anderes kompensiert werden, ob es jetzt wie Altria durch Bier ist. Okay, oder durch Rauchersatzprodukte oder andere, ja, so sag mal, Luxus-Konsumgüter ist dann halt die Frage. Ja, aber wenn man ein paar Milliarden pro Jahr übrig hat, dann kann man ja auch, wenn der CEO halbwegs was im Köpfchen hat,
in andere Dinge investieren, ne? Was auch noch, ich habe mich auch mal mit der Raucherquote beschäftigt. Die werden weniger. Also ich bin ja, wie alt bin ich? 31. So in meinem Dreh rum raucht fast niemand. Kann natürlich auch mit meinem Freundeskreis zusammenhängen, ne? Wer jetzt Raucher kennt Raucher, Nichtraucher kennt wahrscheinlich öfters auch Nichtraucher. Ich habe mal gelesen, dass gerade so, dürfen glaube ich gar nicht rauchen, aber so 16, 17, 18, 19, also unter 20-Jährige, die Raucher hochgehen, hat wohl auch mit der Pandemie zu tun. Und da halt nichts Besseres zu tun hat, als das Rauchen anzufangen. Also da geht's hoch. Und jetzt kenne ich die Raucherquote vom Südsudan nicht. Ich würde mal behaupten, da ist wahrscheinlich auch noch in Afrika bei einigen Ländern Luft. Die haben natürlich andere Probleme und auch das Geld nicht. Aber ja, ich glaube auch, Asien ist schon relativ da. Aber auch da gibt es arme Länder und in Afrika, wenn die sich weiterentwickeln, denke ich, dass da auch die ein oder anderen Raucher auch noch dazu stoßen werden. Vielleicht erleben wir auch in der westlichen Welt den Gegentrend, denn rein volkswirtschaftlich betrachtet, insbesondere was die Sozialversicherung angeht, fördert Rauchen ja die, sagen wir mal, finanzielle Gesundung der Systeme, weil die Raucher tatsächlich unterm Strich weniger Kosten verursachen und mehr Geld in die Kasse spülen. Von daher, die Krise der Sozialsysteme abzuwenden, wäre vielleicht auch möglich mit einer Raucheroffensive. Wer weiß. Da gibt es dann Prämien dann irgendwann vielleicht wieder fürs Zigarettenschmücken. Gut, gesünder macht es aber nicht, da sind wir uns einig. Nee, gesünder macht es nicht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, also ich selber gönne mir ein, zwei Mal im Jahr eine schöne kubanische Zigarre. Das macht jetzt auch nicht krank. So, ich habe, wenn wir schon bei verbotenen Branchen sind, noch was. Brown Forman, für diejenigen, die es nicht kennen, der Hersteller von Jack Daniels, haben noch ein paar andere Marken, auch extrem runtergekommen. Ist halt natürlich auch keine populäre Branche. Da muss man mit der Dividendenrendite höllisch aufpassen, weil die zahlen alle 4, 5 Jahre eine hohe Sonderdividende. Deswegen ist es bei manchen, ja, Webseiten halt ein bisschen als Kürzung eingepreist, wobei man, wenn man die Sonderdividende rausrechnet, es halt immer eine Steigerung gibt. Finde ich auch noch ein schöner Turnaround-Kandidat. Die haben natürlich auch, ja, Jack Daniels ist ja, glaube ich, der bekannteste, würde ich sagen, Whisky der Welt wahrscheinlich so, würde ich schon behaupten. Gibt es ja auch die Cola-Flaschen und sowas, oder Dosen, Cola-Dosen, sorry. Genau, also da sehe ich langfristig auch nicht große Sorgen. Kurs kam echt gut runter. Kannst du mal kurz nachgucken. Gibt es ja die B-Aktien, also kurzes BF, nee, BF.B, genau, nicht die A-Aktien kaufen. Ja, 50% haben wir jetzt geschafft. Runter kam aktuell auch schön am Corona-Tief, finde ich auch hochinteressant. A-Aktien nicht kaufen, ich glaube, die sind zu 80% Besitz von der Familie Forman, extrem illiquide, nur so am Rande. Luis, hast du die mal angeschaut oder können wir mal kurz Alkohol besprechen? Die habe ich mir tatsächlich nicht angeschaut, aber den britischen Konkurrenten, die Diageo, die waren mir auch immer etwas zu teuer, aber mittlerweile vom Hoch aus dem Jahr 21 bei über 3.800 Pence sind die jetzt runtergekommen und da ist auch noch kein Ende in Sicht auf 2.475 Pence, also auch mittlerweile ein Drittel verloren, Dividendenrendite jetzt bei über 3%. Und aber auch hier muss man sagen, ein, war jetzt nicht ganz wie BAT, aber auch hier ein fetter operativer Cashflow, knapp 3,5 Milliarden Pfund, auch jetzt 2023 hochgegangen. Von daher kann man sich da durchaus auch nur mal anschauen, da sind jetzt, ist jetzt natürlich nicht nur der harte Sprit dabei, die haben auch einige Whisky-Marken hier im Portfolio, unter anderem den von mir geschätzten Talisker, wenn ich mich recht entsinne, aber auch das Guinness-Bier beispielsweise. Und magst du keine Fischblase? Und so Wodka Smirnoff und so. Also die haben ja wirklich querbeet so eine ganze Palette an Bieren und vor allem dann Spirituosen. Schmeckt dir Guinness? Ja, hin und wieder Ah, mag ich okay. mal so ein schönes Guinness. Ja. Das geht für mich gar nicht, aber wahrscheinlich auch für jeden Schwaben nicht. Also, boah.
Wenn es das siebte Getränk ist, okay, aber sonst kriege ich das eigentlich nicht runter. Gut, jo, ist das auch geklärt. Dann würde ich mal noch kurz einen Schwenk machen in die Pharmaindustrie. Und da gibt es natürlich jetzt Hersteller von gewissen Abnehmspritzen, die extrem stark angestiegen sind und weit weg von einem Turnaround sind, also Novo Nordisk. Das ist abartig, was da abgeht. Gibt es da noch viele andere, die auch noch gut dastehen. Ah, ich habe es vorher schon mal in den Raum geschmissen. Johnson Johnson. Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht viel diskutieren. Ist so der klassische Buy-and-Hold-Kandidat. Kam ja auch 20% oder sowas runter, was ja extrem viel ist. Kursverdopplung wird es vermutlich so schnell nicht geben. Das muss einem bewusst sein. Aber, also, ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Aber finde ich, kann man jeden Einschlag einfach mal nachkaufen. Nein, ich würde die Pharmaunternehmen schon ein wenig ausdifferenzieren, wenn du schon das Stichwort Spritzen bringst. Aus Anlegersicht würde ich einfach mal einkalkulieren, dass vielleicht das ein oder andere Unternehmen, was ab 2021 Spritzen in Umlauf gebracht hat mit experimentellen Wirkstoffen, wenn der Wind sich drehen sollte, dann doch Schadenersatzklagen an den Hals bekommt, die insbesondere in den USA dann nicht ohne sind. Und das könnte sich schon eventuell massiv auf den Wert des jeweiligen Unternehmens auswirken. Ich sage nicht, dass so kommen muss, aber das ist, ich nenne es jetzt auch mal ein politisches Risiko, was ich nicht völlig ausblenden würde. Und ich persönlich würde dann bei Pharmabranchen ja, dann vielleicht eher auf diejenigen setzen, die sich da nicht so sehr oder die da nicht so sehr involviert waren. Also ich war gerade bei den Einschlägenkauf nur bei Johnson Johnson, ne? Nicht bei So, okay. nicht bei anderen. Ja, gehen wir mal kurz durch. Du hast natürlich gerade auch die Pfizer angesprochen, indirekt, zum Beispiel. Ja, Ja. gut, aber die haben es natürlich schlau gemacht, die haben es ja ausgelagert in anderes Genau. Unternehmen, das Risiko. Ja. Also das wäre Genau. für mich Also. wirklich sogar, also ich bin seit kurzem investiert, auch im Plus, ganz gut getroffen, Stand jetzt. Ist natürlich auch, also muss man sich schon fragen, wenn man unter Corona-Tief steht, wo ist das Geld hin? Also das muss man sich wirklich mal fragen. Ist einmal hoch, einmal runter. Aber die haben ja noch ein paar andere Produkte. Und auch Cashflow-mäßig habe ich mal geschaut, sieht es auch nicht so schlecht aus. Also ja, aber du hast auch angesprochen, da gibt es Klagen. Amgen ist so ein, langfristig steigen sie, aber wenn man da mal ein bisschen genauer reinschaut, ist ja Biotechnologiebranche, gerne mal minus 20% oder plus 30% wegen Klage, Zulassung, was auch immer. Also das ist natürlich, hängt immer mit dran bei solchen Werten, das ist ganz klar. Ja, das ist richtig. Ich selber habe GSK im Portfolio. Ja, die sind jetzt ja nicht berauschend, aber jetzt auch nicht wirklich schlecht. Und die haben ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr abgespalten den Nicht-Pharma-Bereich. Das waren so Medizinartikel und Drogerieartikel, die die hier auch hergestellt haben. Deswegen nicht wundern, wenn man da auf die Dividendenentwicklung schaut. Also diese Kürzung ist keine Kürzung, die dann zwischenzeitlich mal war, sondern ist Resultat der Tatsache, dass da eben die Firma aufgespalten wurde. Ja, und das gilt dann eben auch für den Kurs, den muss man dann eben auch bereinigt sehen. Bei den Biotechnologie-Gorschen, da mache ich gerne den IBB-ETF, weil, also wenn dieses komplette Sektor mal wieder runtergeht, also ich bin ehrlicherweise auch nicht in der Lage, irgendwie was zu analysieren. Klar kann man sich die Kennzahlen anschauen, aber ich kann die meisten, ich nenne es mal Medikamente oder Produkte, fast nicht aussprechen. Und so Amgen und Co. Deswegen tue ich mir da teilweise auch echt schwer und da bediene ich mich gerne dem Sektor. Also kann man auch sehr gut mit Optionen handeln, nur so als Tipp. Ja, da gebe ich dir recht und da gibt es auch einige feine ETFs und die lassen sich ja auch, ich weiß nicht, ob du das meintest, A, gut veroptionieren und B, auch die amerikanischen Papiere lassen sich gut über Optionen andienen für diejenigen, die jetzt nicht direkt kaufen können, aus regulatorischen Gründen. Genau, dann habe ich noch was aufgeschrieben, BMY, also Bristol Myers. Auch so ein extrem, weiß nicht, ob du dich mit beschäftigt hast. Ich habe sie nicht im Depot. Ich auch nicht. Ich habe mal kurz vorher ein bisschen recherchiert. Ne, die sind jetzt von 80 auf 40 Jahren mal auch um die 50% gefallen. Dividende, glaube ich, noch nicht irgendwie gekürzt. Aber das sind wohl so, dass die Blockbuster-Medikamente auslaufen, also die Patente.
demnächst und in den nächsten Jahren und da schon ziemlich viel eingepreist wird, haben aber, glaube ich, auch den einen oder anderen Zukauf gemacht. Also das habe ich jetzt nicht genau analysiert, aber wäre vielleicht auch ein möglicher Turnaround-Kandidat. Ja, korrekt. Also bei Pharma dann sowieso hängt es dann immer ab von der Pipeline. Ich stelle mir das auch als wirklich als ganz, ganz große Herausforderung. Anders als jetzt bei Immobilien, wo du halt Immobilienbestand hast und halt immer vermieten kannst und halt hier und da mal renovierst oder instand setzt. Aber bei so einem Pharmaunternehmen, wo du im Prinzip ein Asset hast mit Verfallsdatum oder mehrere und dann stets bemüht sein musst, genügend in der Hinterhand zu haben, um diese dann zu ersetzen. Und du kannst das ja auch nicht richtig planen, weil das ja letztendlich ein Ergebnis der Forschung ist und oftmals auch ja der Zufallsforschung, ne? Also beispielsweise, wo du ja Pfizer genannt hast, groß sind die ja mit Potenzmitteln geworden. Aber dieses Potenzmittel wurde ja auch nicht gezielt entwickelt, sondern wurde per Zufall entdeckt. Ich glaube, bei Experimenten mit neuen Herzpräparaten, da haben die dann diese Nebenwirkung entdeckt und dann stellt, dass man das eben als ganz eigenes Produkt vermarkten kann. Ja. Und dieses Angewiesensein tatsächlich auch auf so Zufallsfunde, finde ich kritischen Faktor bei Pharmaunternehmen allgemein. Ne. Auf jeden Fall. Ich habe noch einen Fun Fact aufgeschrieben, habe ich gerade eben vergessen, zur Ozempic und Novodordisk. Es gibt für wohl 100 Ozempic-Spritzen nur 30 Rezepte, also sie verkaufen trotzdem 100. Also Thema Schwarzmarkt ist exorbitant anscheinend, klar, ne? Das ist der vermeintliche Ausweg. Fand ich aber auch echt interessant, dass es so krass ist. Also nicht nur irgendwie 2%, sondern dass er über die Hälfte quasi andersweitig verkauft wird. Wo du das sagst, interessant wäre auch mal zu wissen, wie groß der Schwarzmarkt für Zigaretten in der westlichen Welt geworden ist. Weil angesichts der gigantischen, wie soll man sagen, Strafaufschläge in Form von Steuern auf den eigentlichen Warenwert ist die Diskrepanz ja so riesig, dass sich der illegale Handel enorm lohnt. Und dementsprechend, ich habe es natürlich jetzt aktiv nie verfolgt, weil ich nicht rauche, aber das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie der Schwarzmarkt für Zigaretten angewachsen ist. Aber du meinst jetzt am Zoll vorbei. Ja klar, Ja, unverzollt. ja. 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 Also ich kenne es noch von früher, insbesondere bei Besuchen so in Dresden. Da gab es ja feste Händler. Insbesondere war halt in dem Fall so, dass viele, viele Vietnamesen, die dort gewohnt haben, bekannt waren als Schwarzmarkt-Zigarettenhändler. Und ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dieses Phänomen halt auf Sachsen beschränkt ist und auf vietnamesische Gruppen, sondern mittlerweile durch die extrem hohen Preise sich das quer durch die Republik lohnt und in anderen westlichen Ländern, wo die Preise so hoch sind, ebenfalls. Ja. Ja. Also ich bin ja einmal im Jahr in Polen. Da gucke ich dann immer, da brauchst du wirklich nur einen Schritt über die Grenze zu tun. Da sind ja dann irgendwie an jedem Grenzübertritt hier ein Dutzend Zigarettenhändler. Da kosten die Originalwaren ja also mindestens mal die Hälfte im Vergleich zu Deutschland. Gut, du hast mir noch eine andere Branche genannt, Versicherungen. Da muss ich direkt dir das Wort übergeben, weil Ja. doch, ich habe eine Krankenversicherung, aber sonst habe ich nicht wirklich was drin. Na, ich hoffe, eine Haftpflichtversicherung hast du auch Nee, noch. ich habe eine Krankenversicherung als Aktie, meine ich. Ach so, als Aktie, okay. Ja. Ja, Versicherung, aber das ist jetzt so ein bisschen der Kontrapunkt zu dem, was wir besprochen haben, zu den Turnaround-Kandidaten, weil Versicherungen sind tatsächlich die Positionen und die bilden halt eben auch neben Versorgern einen Schwerpunkt bei mir, eben Einzelwertportfolio. Warum? Was ist das Schöne an Versicherungen? Eine Versicherung ist ja letztendlich eine Zusammenballung von Mathematikern und Rechtsanwälten. Das heißt, ich habe hier ein Dienstleistungsspektrum, welches per Statistik mir langfristig im Mittel Geld in die Kasse spült. Also es ist ja so ein bisschen wie das Stillhalten im Optionshandel. Ich vergleiche das ja auch immer. Das ist ja auch ein Versicherungsgeschäft. Und das reale Versicherungsgeschäft funktioniert ja auch nicht anders. Das macht es natürlich sehr, sehr interessant.
weil in dem Sektor traditionell auch die Ausschüttungen relativ hoch sind, die Dividenden sehr stabil, über viele Jahre steigend und zuletzt ich sehr viel Freude hatte, beispielsweise auch mit der Münchner Rück als Rückversicherer, aber auch der Allianz oder der britischen Legal & General oder der Schweizer Swiss Life, alles Werte, wirklich der Kurs unter Schwankungen sich schön kontinuierlich nach oben entwickelt, die Dividenden von Jahr zu Jahr steigern. Warum das so ist, dürfte jedem klar sein, der mal auf seine Versicherungsbeitragsrechnungen guckt, die in schnöder Regelmäßigkeit ja steigen, nicht zu knapp. Und von daher ein ja, sehr interessantes, lukratives Geschäftsmodell mit gut kalkulierbaren Erträgen. Klar, ein satter Markt. Und bei so einer Rückversicherung kommt natürlich auch mal so die Rückfrage, naja, was ist jetzt hier so Unwetter, Überschwemmungen? Da muss man sagen, auch das ist ja eingepreist, auch dafür gibt es entsprechende Rücklagen. Das hat dem Kurs jetzt beispielsweise der Münchner Rück keinen Abbruch getan. Also das ist so eine Branche, die dann auch von beispielsweise jetzt der Zinswende gar nicht so betroffen war, was einfach daran liegt, weil die ja letztendlich von der Zinsmarge profitieren, jetzt egal wie hoch oder niedrig die Zinsen sind. Also klar, wenn die Zinsen jetzt höher sind, dann erwirtschaften die mehr auf die Rücklagen. Und wenn sie niedriger sind, weniger. Auf der anderen Seite hat man dann inflationäre Effekte, die man dann da rausrechnen muss. Von daher nimmt sich das wahrscheinlich nicht viel. Und so eine Versicherung, ja, die verdient halt eben an Margen und weniger jetzt an der absoluten Zins. Höhe und waren daher durch die Bank weg nicht in dem Maße betroffen wie beispielsweise Versorger oder jetzt Immobilien. Zumal, da würde ich sogar sagen, haben die politisch, selbst deutschlandpolitischen Rückenwind ja auch noch, weil hast du die neuen Pläne von der FDP gelesen mit Altersvorsorge letzte Woche? Ja, sind mir zu Ohren gekommen. Und dann stand ja, also die Idee ist erstmal genial, ne? ETF-Sparpläne quasi von der Steuer abziehen und dann halt, wenn man es auszahlt im Alter, dann die nachgelagerte Besteuerung. Und da stand ja auch irgendwie zertifizierte ETF-Sparpläne. Also ich kann jetzt wahrscheinlich nicht auf Trade Republic einfach mal das von meinem Gehalt abziehen. Das muss man wahrscheinlich schon wieder unter einem Mantel der Versicherung machen. Gibt es wahrscheinlich auch gute Gründe, wieso, dass ich das ja nicht selbst einfach wieder abzwacken kann, das Geld und Co. Direktversicherungen laufen mir auch drüber, Lebensversicherung Co. Also ne, der Staat, der sagt ja schon, selbst wenn es jetzt mal eine gute Idee ist, was ja selten vom Staat kommt, aber ja, wenn du es machst, dann bitte über die Versicherung und da haben sie ja quasi dann wieder direkt wieder mehr Geld verdient. Also. Ja, wenn das alles so durchkommt, ich nehme an, die Koalitionspartner werden etwas dagegen haben. Vermutlich, Aber ja. die FDP kämpft ja so ein bisschen ums politische Überleben. Dann müssen sie irgendwas vorweisen können. Aber ich denke mal, das wird verbessert und im schlimmsten Fall dann auch noch so verschlimmbessert, dass dann auch wieder da ein Rohrkrepierer rauskommt. Aber wir werden sehen und dann bei Zeiten auch kommentieren und bin gespannt. Also wünschenswert wäre es natürlich, sowas Ähnliches wie diese französische Lösung, wenn es auch außerhalb eines Mantels der Versicherung möglich wäre. Es würde ja dazu reichen, einfach ein Depot, ja, bei dem einfach alles, was innerhalb des Depots bleibt, unversteuert bleibt und erst, wenn was rausfließt, versteuert wird. Und das wäre eine einfache, schlanke Lösung. Ja, aber das wird es nicht geben. Und das wird es vermutlich nicht geben. Aber ich mache zum Beispiel auch eine Direktversicherung, die kann ich auch in die ETFs ein, also in die iShares ETFs lasse ich die reinfließen. Das läuft auch über die Allianz, also da Ja, die. was mich da halt wieder dran stört, ist beim Versicherungsmantel, du bist ja da nicht Eigentümer deiner eigenen Fonds, sondern du trittst ja das Eigentum ab und hast dann nur einen Herausgabeanspruch. Wenn mit der Versicherung irgendwas ist, hast du ein Leben lang da angespart und dann war es das. Beim Depot ist das nicht der Fall, ne? Ja, aber geht halt nicht anders. Aber Also das, wobei ich eben ja. denke, dass die Allianz hoffentlich jetzt nicht in Zahlungsschwierigkeiten gerät. Da wird wahrscheinlich Ja. der Staat dann zur Not hinhalten müssen, weil sonst geht überall das Licht aus. Aber Nebengeschichte. Gut, ich habe jetzt noch eine Rubrik Sonstiges, aber die haben wir eigentlich schon alle besprochen. Aber eins habe ich mal noch raus. Disney. Bin ich seit Disney, Ja, ja. Walt Disney bin ich seit kurzem erst investiert. Die haben ja, glaube ich, auch die Dividende mal ein, zwei Jahre komplett gestrichen im Zuge der Corona-Krise. Und dann sind die hoch und wieder runter. Jetzt sind wir, glaube ich, irgendwo Einstand Corona-Krise, irgendwo um die $100. Ja,
bin ich jetzt unter 100 Dollar seit kurzem investiert. Ich finde den Cashflow sehr interessant. Dass jetzt wieder die Dividende anfangen zu zahlen, das ist ja nicht viel, ist, glaube ich, eher ja, ein bisschen Heilpflaster für die Investoren, die vielleicht auch mal ein bisschen aufgemuckt haben, die Großinvestoren, dass es vielleicht mal wieder was gibt. Ja, aber Cashflow finde ich gut. Also bin ich ganz positiv gestimmt für eine mögliche Turnaround-Story, nehme ich mir aber jahrelang Zeit, sage ich auch dazu. Ja, ich bin ja aufgewachsen mit den klassischen Mickey-Maus-Heften. Das war mir auch immer eine besondere Freude, die wöchentlich dann zu holen. Heutzutage halte ich den ganzen Bereich Unterhaltung, also ein extrem hartes, wettbewerbsintensives Geschäft, wo wir jetzt auch schon so langsam so sich haben mit ein paar großen Spielern. Und dann wird sich zeigen, wie gut sich Disney da platzieren kann. Zuzüglich dieser, ja, ich nenne es mal Nebengeschäfte wie Freizeitparks etc. pp. Und die Figuren tragen ja bis heute wahrscheinlich auch noch über entsprechende Royalties zum Unternehmenserfolg bei. Und ja, wird man sehen. Aber ist natürlich ein weniger gut kalkulierbares Geschäft als Versorgung, Vermietung oder Versicherung, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe auch mal gelesen, also es geht jetzt nicht vor Walt Disney, dass die meisten Filme Geldverbrennung ist. Also im Prinzip machen die alle nur Geld mit Star Wars, Harry Potter und Herr der Ringe und Co. Also ich weiß jetzt nicht, von wem die alle sind. Unterschiedliche Filmstudios und Co. Die verdienen eigentlich nur mit einem. Die haben alle 10 Jahre immer einen Bam, ein Avatar kam, bringt Arsch voll Geld, sorry. Und neun von zehn sind halt nichts. Also das Geld verbrennen. Kann ich mir gut vorstellen, ist ähnlich wie im Büchermarkt. Das ist ja so ein Longtail-Phänomen. Das heißt, du hast einige wenige Top-Titel, mit denen machst du richtig, richtig Umsatz. Und die müssen aber halt auch die vielen Rohrkrepierer gegenfinanzieren. Und es ist halt im Vorfeld extrem schwierig zu prognostizieren, was gut läuft, was weniger gut läuft. Ja? Und das, ja. Publikum ist da halt auch launisch, ja. Ja, also, aber das ist ja wirklich auch komplett noch im Wandel, ne? Gibt ja auch Disney Plus, Netflix und Co. Ja, gehst du eigentlich noch ins Kino? Also ich weiß noch, vor 15 Jahren war ich echt oft im Kino, aber mittlerweile, also ich glaube einmal pro Jahr. Gehe tatsächlich noch oft ins Kino. Da bin ich Nostalgiker. Ich gehe auch noch, wenn es möglich ist, irgendwo in den Zirkus. Das ist irgendwie so eine liebgewonnene Gewohnheit. Und ich finde es halt immer schön, sich hier auch mal die Ehefrau zu schnappen und dann, wie zur Zeit, als man jung verliebt war, sich ins Kino zu begeben mit Popcorn und Bier und eine Stunde brieseln zu lassen, nicht zu Hause auf der Couch zu lümmeln, sondern woanders auf einem riesen Bildschirm. Und ja, das ist aber halt ein Stück weit, wie soll man sagen, eine Lebensstilentscheidung. Ja, also da musst du aber mal nach Stuttgart kommen, wir haben ja die größte Kinoleinwand der Welt. So, der Ton war gerade weg, sorry. Tatsächlich in Ja, Stuttgart, ja. in Nee, das war Leonberg, mir gar nicht größte bewusst. Kinoleinwand der Welt, IMAX-Kino. Kann ich dir empfehlen, ist auch so, kannst du so geile Sitze holen, wo du quasi so elektronisch deine Beine hochschieben kannst und dich bequem machen. Ja, also ganz cool. Beim nächsten Stuttgart-Besuch. Ja. Gut, ich glaube, wir sind soweit durch. Wir haben mal querbeet unsere losen Gedanken rausgebracht. Logischerweise haben wir jetzt nicht viel Tech-Werte dabei, weil da gibt es auch nicht viel zum Turnaround aktuell. Vielleicht gibt es es ja mal wieder. Das haben ja schon viele vergessen, ne? Wann war es denn? 21, 22, wo so eine Amazon auch mal 50% gefallen ist und eine Meta auch schon geschrien wurde, wie stark die kaputt sind. Und seitdem rennt es ja nur noch nach oben. Also ich denke, irgendwann gibt da mal wieder die Tech-Branche nach. Und dann wird man da halt auf der Lauer liegen. Gut, Luis, Dank an dir. Sehr gerne, hat mich gefreut und dann gerne bis zum nächsten Mal. Genau, und wenn euch Podcast gefallen hat, ne, wie immer, Daumen nach oben lassen, 5 Sterne, je nachdem, was für eine Plattform das ist. Wir versuchen auch die Timestamps reinzumachen. Gut, das sage ich jetzt am Ende. Auch klug von mir, das seht ihr dann unten. Und ja, ansonsten. Passt auf euer Geld auf. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.